Hallo und herzlich willkommen heute zu einem FACOM VDE Schraubendreher Spezial. Aufmerksame Zuschauer meines Kanals wissen, dass wir im Moment den weltbesten VDE Schraubendreher suchen und heute sind die Pros und Cons von FACOM dran und außerdem werde ich wieder einen raushauen. Die anderen Gewinnspiele, die im Moment laufen, findet ihr in der Playlist zu dem VDE Schraubendreher und wenn ihr in diesem Video einen Kommentar setzt, mit einem Hashtag, den ich euch noch nennen werde, dann könnt ihr diesen tollen FACOM ATCLS gewinnen. Der hat sogar ins Bauforum geschafft. Tolle Sache. Kannten die bis dato nicht. Haben die auch mal was vom Tool gelernt. So, schon kann's losgehen. Nichts riskieren, abonnieren. Heute soll es um die tollen FACOM Schraubendreher gehen, die vor uns auf den Schneidematten liegen. Und da sieht man einer, der sticht ein bisschen hervor. Der leuchtet im Dunkeln, wenn ich hier mit der UV-Lampe drüber gehe, dann sieht man, dass der fluoreszierend ist. Braucht ihr sowas, wenn ihr auf der Baustelle seid, es ist dunkel, ja? Wenn die Sicherung draußen ist, dann hat man oft keinen Strom und dann ist man vielleicht ganz froh um so einen fluoreszierenden Schraubendreher. Oder sagt ihr, das ist weniger wichtig, viel wichtiger für mich sind solche Farbmarkierungen, dass ich beim Zugreifen schon weiß, ist es ein Pozzi-Drive, ist es ein Schlitz oder ein Philips-Schraubendreher in Gelb, Blau und die anderen waren Rot zum Beispiel. Was für Bits braucht ihr? Ist es Schlitz hauptsächlich, ist es Philips hauptsächlich, ist es ein Plus-Minus-Pozzi? Und dann habe ich gesehen, bei FACOM gibt es so ein genanntes Borneo-Profil, habe ich zum Recherchieren angefangen, was das ist. Dann habe ich gesehen, es gibt auch einen Roberts, bei Milwaukee heißt ECX und dann gibt es noch ein ganz neues Format. Welche braucht ihr denn? Wie seid ihr aufgestellt? Wo seid ihr unterwegs? Das ist wichtig für uns zu wissen, weil diese Bits sind dann vielleicht auch bei dem neuen Produkt mit dabei. Darf ich noch arg viel mehr darüber sagen? Aber es zeichnet sich schon aus, dass ihr vor allem Slim-Bits haben wollt, also noch keine solchen. Es gibt auch eine Slim-Variante von FACOM, die ist noch abgesetzt und FACOM schreibt, dass die neuen Slim-Klingen bis zu 27% kleiner sind als die standardisolierten Klingen und damit kann man viel leichter den Zugang zu Befestigungen, Federn und Druckschaltern in kritischen Bereichen finden. Außerdem haben die diese tolle Pro-Twist-Griffform und durch diese einzigartige patentierte FACOM Pro-Twist-Griffform ergibt sich für den Benutzer die ideale Kombination aus Kraft, also Drehmoment und Geschwindigkeit. So, wenn wir schon beim Pro-Twist sind, dann schweifen wir nochmal ab, weil ich habe zwei tolle Sets entdeckt. Und zwar einmal die mit dem Mini-Bit-Halter und dann kennt ihr vielleicht den Pro-Twist, wo hinten auch so ein Stubby-Einsatz drin war und dann habe ich gesehen, ein phänomenales Set, will ich euch auch noch schnell zeigen. Und da ist nämlich ein Quergriff drin, so wie der andere vom Pro-Twist, den ich eben hatte, aber der hat auch eine Ratschenfunktion und er hat Nüsse dabei und das ist natürlich eine ganz tolle Kombination. Da passt dann nämlich so ein Nusshalter rein und zwar einmal so, wenn man Schmackes im Arm haben will und einmal in die andere Richtung. Ah, das soll es gar nicht so arg gehen, wollte ich euch nur zeigen, ist eine coole Nummer. Wieder back to the roots hier, ja, war es eigentlich im Groben und Ganzen, behauptet die in Benutzung, die sind ein bisschen höherpreisig als die anderen, weil die haben eine internationale Garantie und egal wo man ist, ja, findet man da Ersatz, hoffentlich, wenn es so ist. Ich habe aber auch schon gesehen, FACOM-Sets, die gibt es oft von anderen Marken ein bisschen günstiger. Ah, was braucht ihr? Braucht ihr diese Garantie oder sagt ihr, naja, spare mir ein bisschen Kohle und wenn er kaputt geht oder verloren geht, dann hole ich mir nochmal ein. Alles das sind Fragen über Fragen, die wir uns stellen auf dem Weg zum weltbesten VDE-Schraubendreher. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und der Hashtag, auf den ihr wartet, das ist nämlich der Hashtag FACOM. Über Like würde ich mich freuen und dann bis bald. Tschüss!